Heute mache ich geschmorte Rinderbeinscheiben. Wie ich das gemacht habe und was für Zutaten ich verwendet habe, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Willkommen bei Barbecue aus Baden. So, für meine geschmorten Rinderbeinscheiben brauche ich dann ein paar Zutaten. Das sind Karotten, Sellerie und Knoblauch, Lauch und Zwiebeln, bisschen Gemüsebrühe, Tomatenwürfel, Butterschmalz, Zucker, Tomatenmark und einen guten Rotwein vor allem. Das gibt einen wahnsinnig guten Geschmack dann. Ja, das sind die Zutaten. Wir beginnen gleich mal mit den Rinderbeinscheiben. Ich hatte den Topf schon mal vorgeheizt. Schön anbraten. Es gibt Röstaromen, gibt auch dann guten Geschmack in der Soße später. Ja, und während dem Anbraten der Rinderbeinscheiben können da schon mal ein bisschen Gemüse dazu tun. In dem Fall jetzt Zwiebeln und Lauch. Das lasse ich schon mal ein bisschen mit schmuggeln. Ja, die Rinderbeinscheiben ist draußen, dann kommt das restliche Gemüse dazu. Die Karotten, Sellerie und der Knoblauch. Das werde ich auch schön anrösten. Und was bei mir natürlich überhaupt nicht fehlen darf beim Anrösten, ist viel Zucker. Der karamellisiert dann schön. Gibt auch ein gutes Aroma. Und wenn das Gemüse dann Röstaromen angenommen hat, dann mache ich schon Tomatenmark dazu. Da müsst ihr auch gar nicht sparen. Also wichtig ist beim Tomatenmark, dass es immer anröstet. Dann verliert es einen Teil seiner Säure. Gibt eine schöne Farbe später in der Soße, so wie es eigentlich sein soll. Ja, und nachdem ich das dann gemacht habe, dann lösche ich es zum ersten Mal ab mit meinem Rotwein. Das Ganze mache ich dann so 3-4 Mal. Wird immer wieder runter reduziert. Es gibt eine hervorragende Farbe. Ja, immer schön verteilen das Ganze. So, das habe ich jetzt 3-mal gemacht. Das genügt eigentlich für mich. Jetzt kommen die Tomatenwürfel dazu. Das lasse ich auch ein bisschen mitschmoren. Ja, genau, schön verteilen das Ganze. Und dann mache ich schon einen Teil der Gemüsebrühe dazu. Da löse ich jetzt die Röstaromen vom Boden. Die möchte ich auch später in der Soße haben. Genau, schön umrühren. Und dann kann man schon die Rinderbeinscheiben in den Topf legen. So, genau, den Fleischsaft auch noch mit dazu. Und dann mache ich die restliche Gemüsebrühe drauf. So sieht es dann aus. Deckel drauf und dann lasse ich es erst einmal 1,5 Stunden schön schmoren. So, nach 1,5 Stunden kommt ein bisschen Kräuter dazu, das ist Rosmarin, Majoran und Minze. Minze passt sehr gut zum Rindfleisch. Und jetzt geht's weiter. Noch einmal, ach, ich schätze mal so eine Stunde, genau. Nach 2,5 Stunden sieht es dann so aus, das ist ja doch Wahnsinnssoße, oder? Also die Soße ist echt der Hammer, das duftet hier draußen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Fleisch ist auch inzwischen weich. Das Gemüse könnt ihr drin lassen in der Soße, harmoniert hervorragend zu den Rinderbeinscheiben. So, ihr seht, schön weich das Fleisch, so wie es eigentlich sein sollte. Ja, jetzt hole ich die restlichen Stücke auch noch raus. Also wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich aber auch nicht. Macht's mal nach, ist echt der Hammer. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Teilt meine Videos, kommentiert sie. Würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.